Leverkusen schlug Mainz mit 1:0 und Stuttgart gewann beim neuen Tabellenletzten Hannover mit 3:1. Und zwar die Nachrichten mit Michael Bo. Das Wetter. Es fallen weiter einige Schauer bei Werten um 9 Grad. Der Tag bringt vormittags leichten Regen, danach wird es freundlicher bei maximal 15 bis 18 Grad. Am Freitag ein ganz ähnlicher Verlauf, das Wochenende wird insgesamt freundlicher. NRW Verkehr. Im Moment keine Meldung, gute Fahrt. Radio RST. Die Nacht. Und das mit Andreas Grunwald. Hallo. Hallo. 3 Minuten nach 1 haben wir es jetzt. Wir spielen jetzt gleich Musik im Westmix von Felix Sehn, featuring Jasmine Thompson. Da fällt mir ein, dass Michael Bohm, ich glaube, vorletzte Nacht war es, wo du gesagt hast, Jasmine Thompson kenne ich gar nicht, die muss ich mal googeln. Hast du sie mittlerweile gegoogelt? Die habe ich vergessen auf dem Weg nach oben. Ich habe es aber jetzt mal gemacht. Hat ein bisschen, kennst du die Olsen-Zwillinge? Nee. Wenn die überhaupt so heißen. wird das jetzt noch? Das ist die Stelle, wo du sagen musst, Grunwald, halt die Klappe, spiel Musik. Und sag deinen Namen besser.